Joho, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Mittags, dem Beule in Was ist neu in the Forest? Natürlich, ich sag mal hier, der eine oder andere wird sich gefragt haben, ey, komm mal hier, warum wieder mal die Flugzeugszene? Ganz einfach, ja. Dem guten, schlauen und aufmerksamen Beobachter ist hier definitiv aufgefallen, hier gibt es eine neue Art der Animation, das haben die Entwickler auch eingebaut. Der Bruder, der Vater oder von mir aus auch der Tennislehrer, man weiß es nicht, wer hier eigentlich im Flugzeug sitzt, wen man hier eigentlich spielt, ja, der hält den Timmy zurück. Ja, ich sag mal, das Flugzeug stürzt ab. Timmy ist in Rage, wacht auf. Ich verstehe das, ja. Ich würde hier auch durchdrehen, da muss mich einer zurückhalten bei einem Flugzeugabsturz. Gut, unabhängig davon, ihr habt hier gesehen, ja, wie das abläuft. Timmy klatscht auch ordentlich mit dem Kopf gegen hier tausende Bretter im Flugzeug. Das zerberstet in alle möglichen Einzelteile. Und bevor wir hier zu den Neuerungen in der Version 9.24, ja, 9.24, was ist neu in the Forest kommen, sag ich mal. Ich kann euch nicht zeigen, dass die Rehe, nee, ich möchte euch an und für sich nicht zeigen. Ich will hier jetzt nicht hinterm Reh herlaufen. Ich will hier nicht ein Reh suchen gehen. Aber definitiv ist der Fall, das Reh, ja, das Wildtier, das läuft hier nicht nur konstant, durchgehend, unentwegt weiter, sondern auch viel schneller. Was hier die anderen Tiere betrifft, kann ich sagen, auf dem Hasen trifft eines zu, steckt man das Vieh in Brand, quietscht das mal hier ganz schrecklich. Aber vor allem, wenn das stirbt, ist der Hase bereits vorbereitet, man kann ihn in das Inventar hineinnehmen und auch fressen, kochen, nee, also essen, ja, essen. Kochen muss man ihn nicht mehr. Durch den Brand ist er bereits gekocht. Es gibt auch neue Wände, neue Deckenwände in den Höhlen. Das haben die Entwickler auch neu gemacht. Ich war dort noch nicht drin. Das gucke ich mir hier jetzt mal bei Zeiten an. Noch aber nicht. Jetzt geht's erstmal um das Let's Play. Was ist denn überhaupt neu in The Forest? Und ich sage euch, was ist neu, ist auch, wenn man hier Molotow-Cocktails wirft, ja, zieht das die Gegner an. Umliegende Gegner, die hier irgendwo in der Gegend rumlaufen, werden angezogen davon, dass man hier einen Molotow-Cocktail nimmt, egal ob der jetzt entzündet ist oder nicht, und irgendwo hinwirft. Wenn das hier ordentlich mal Krawall macht, dann zieht das die Gegner an. Auch zieht das die Gegner an, wenn hier andere Gegner am Kreischen sind. Ja, das heißt, alles, was hier umliegend ist, andere kommen hier herbeigelaufen, die sagen, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, sind ganz verdutzt und dann sehen die den Spieler und ja, ihr wisst, wie das Gameplay weitergeht. Ich bin mal hier richtig gespannt, ob ich hier diesmal wieder den Regen demonstrieren kann. Denn ganz neu ist auch, dass der Regen sich jetzt an den Wind anpasst. Er passt sich an den Wind an, der Regen. Ja, das heißt, hier kommt ein Wind, der Regen wird verweht. Ich durfte das ja. Ja, in meinem ersten Testlauf schon mal beobachten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass der Regen hier noch immer aussieht wie ein Geschoss aus Schnee. Ja, das schießt hier rein, ihr wisst das, ihr kennt das, das haben sie ein bisschen verändert, die Entwickler. Bis auf diesen Fakt, ja, sieht das wirklich gut aus. Der Regen wird verweht, vom Winde verweht, ja. Und dazu gibt es auch einen Haufen neue Sounds. Ja, wenn der Wind weht, zieht das hier durch, ganz sanft und leise, es stöhnt und röhrt. Auch bei Gebäuden ist das hier so. Und ich sag mal hier, guckt auch mal rein in die Patch Notes. Ich habe die dann unten drin, ja, in der Beschreibung, die Patch Notes. Da könnt ihr mal nachlesen. Die haben wieder einen ganzen Haufen Sounds dran gepackt. Von wegen 5000 Tiere sind hier abzuschlachten. Und die geben alle irgendwelche neuen Sounds ab. Bauen
Baumhäuser mit dem Wind eben wie erwähnt und viele, viele andere Dinge. Das heißt hier auch, das Holz knarzt und das Holz bricht, die Knochen scheppern und die Knochen brechen. Alles ist hier vorne, hinten und überall an für sich voll dabei. Ja. Und auch, ich finde das wirklich absolut amüsant. Die Möwen, ja, diese komischen weißen Tiere hier, die fliegen hier. Ich werde euch hier auch kurz ein Bild von der echten Möwe zeigen, wie die Tiere denn aussehen. Und die gehören ja, ich habe das auf Wikipedia jetzt letztens hier erstmal nachgelesen, zu der Vogelordnung der Regenpfeiferartigen Tiere. Die Vögel nicht, aber ich bin mir sicher, die Entwickler haben hier definitiv irgendwas in ihre Pfeife gepackt. Ja. Die meinten in den aktuellen Patch Notes jetzt anzugeben, jede Möwe gibt einen unterschiedlichen Sound ab. Die Viecher machen allerhand Geräusche. Ihr könnt das auch hören. Ja. Ja. Ja, ich finde das putzig, wie sich das Vieh hier putzt. Ja gut, aber bevor wir hier wirklich zu den Neuerungen kommen, die ich hier vorstellen werde, zeigen, wirklich demonstrieren werde, gucken wir erstmal hinein in die Option. Ja. Wir haben hier Texturqualität, eine neue Optionsmöglichkeit, Full Resolution, ja. Es gibt hier außer Full Resolution auch noch Half Resolution und Quarter Resolution. Das heißt, ich kann hier wirklich für Systeme, die ein bisschen schwächer sind in der Leistung, kann ich hier die halbe Auflösung oder auch ein Viertel der Auflösung einstellen. Und dann werden natürlich, ja, werden die Texturen jetzt nicht mehr so schön aufgelöst, ja, nicht mehr so schön dargestellt. Aber dafür gibt es hier ein bisschen mehr Leistung, das ist gut. Die Entwickler meinten hier so, ja, Obacht. Natürlich ist es möglich, dass wir hier in kommenden Versionen Folgendes machen, nämlich auch viel, viel, viel höhere Texturen. Aktuell ist aber hier, oh Menno, ja, hier hat gerade der Vogel festgehangen, hier am Holz. Ich weiß ja auch nicht, was, ja, pfeifenartig, ne? Wissen wir Bescheid. Ja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall höhere Texturen. Ja, das ist möglich, aber die möchten sich aktuell nicht darauf konzentrieren, noch mehr Leistung aus dem Rechner rauszusaufen, sondern für die Spieler, die nicht gerade den besten Rechner hier am Start haben, auch ein bisschen was zu bieten, wo man sagt, gut, ich möchte das wieder spielen, weil ich kann das wieder spielen. Ja. Die wirklich definitiv allerbeste Neuerung. Viele haben danach gekreischt. Ja, nicht die Möwen, sondern die Spieler auf den Steam-Foren und überall anders auch. Die haben gesagt, hier, so, du, ich sehe hier nichts mehr von meiner Crafting-Matte. Ja, hier ist alles außen dran und ich komme hier nirgendwo mehr ran. Ich meinte dann ab und an mal, komm, probier doch mal einfach hier mit einer niedrigeren Auflösung, ja, statt 1920 mal 1200 machst du einfach mal hier 1080. Das brachte oft nix. Ja, das haben die Entwickler jetzt angepasst. Ja, insofern, dass die gesagt haben, so, wir zoomen jetzt, egal welche Auflösung das ist, wir zoomen jetzt einfach ein Stückchen raus und meine lieben Leute, ja, ich muss hier meinen wunderbaren OBS, das Programmchen, mit dem ich aufnehme, nicht mehr hier einstellen, dass wir sagen so, oh ja, skaliere das Bild mal hier auf Vollbild, gaukel dem ganzen Teil mal was vor oder schneide einen Teil davon ab, ja. Ihr wisst Bescheid, zwei Videos zurück, da gab's hier wirklich ein abgeschnittenes Bild. Das gibt's jetzt nicht mehr. Ich spiele hier wieder auf 1029 mal 1200 und das Inventar wird mir sauber dargestellt. Was tun wir jetzt im Inventar?
Natürlich zeige ich euch die nächste Neuerung. Ja, das heißt, grundlegend kann ich jetzt hier einen Pfeil mit einer Alkoholflasche, ja, kann ich zu einem sogenannten, ja, ich weiß auch nicht, warum das hier als Plus-Damage mit Steroids angezeigt wird oder was auch immer das hier sein soll, kann ich hier einen sogenannten Feuerpfeil machen. Ich lege den mal weg, ja, ich habe hier ein paar Pfeile schon drin. So, hier, ihr seht das. Es ist vielleicht nicht ganz klar zu erkennen. Hier oben, dort wo Arrows steht, 10, ja, ist links oben ein rotes Symbol. Das ist hier so wie eine Feuerstelle. Das heißt, ich habe hier tatsächlich ein Stück Feuerpfeil. Das funktioniert jetzt nicht mehr so wie bisher. Ich pack einfach mal einen Pfeil aus, ja, hole das Feuerzeug raus, zünd das ganze Gedöns an. Nee, ja, muss hier wirklich Feuerpfeile machen. Ich finde persönlich, das ist nicht gerade ein zusätzlicher Aufwand, sondern damit kann ich explizit, ja, und dezidiert definieren, was für einen Pfeil will ich eigentlich haben. Und wenn es genau darum gehen soll, in weiterer Folge, ne, jetzt kommt das. Welche Pfeile will ich geladen haben? Hole ich mir einen Pfeil her, ich hole mir einen Bogen her und sag hier so. Ja, miteinander kombinieren. Und das nächste Mal, wo ich mir hier einen Bogen raushole, gibt's natürlich einen Feuerpfeil. Klar, ich muss den vorher noch entzünden. Ja, muss ich. Aber der brennt mir hier lichterloh. Lichterloh, irgendwo im Nirgendwo. Ja, ist jetzt nicht zu sehen, aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Und ab dort, genau ab diesem Moment, bleiben auch die Feuerpfeile hier bei mir geladen. Das Feuerzeug lässt sich hier nicht mehr wirklich weglegen, ja, weiß auch nicht warum. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen ein kleiner Bug sein. Was auch ganz wichtig ist. Ich kann mir jetzt hier zu den 8 Pfeilen kann ich mir jetzt noch 5 Stück weitere Pfeile bauen. Ja. Rechnet mal gut mit 8 plus 5. Zwölf. Die maximale Anzahl von Pfeilen im Inventar beträgt genau 12 Pfeile. Mehr ist nicht möglich. Ich lasse das hier jetzt einfach mal so kurz wirken. Ihr seht das auch. Ich lasse das nicht kurz wirken. Doch, ich lasse doch wirken. Denkt mal drüber nach. Ja, 12 Pfeile. Mehr ist nicht möglich. Gut. Ihr seht das auch hier jetzt im Inventar, wenn ich hier mit der Maus über den Pfeil drüber fahre, zeigt mir der Bogen auch. Also wenn ich hier mit der Maus über den Bogen drüber fahre, zeigt mir hier das Ganze hier, Feuerpfeile sind ausgerüstet, ist natürlich nicht mehr drin, ich habe hier keinen Feuerpfeil. Darum hier Bogen, einmal Pfeil normal, kombinieren, zurückgelegt und das Symbol zeigt mir hier keinen Feuerpfeil mehr an. Ich wähle hier auch mal wieder aus, ja, mit der Taste L packe ich auch mal hier den Pfeil weg. Und auch eine Neuerung hier ist die Pfeilphysik. Das heißt, ziehe ich den Pfeil ganz auf, fliegt er weit, wirklich weit, ganz klar. Und umso weiter das Ding fliegt, desto eher wird das hier von der Anziehungskraft dieser Insel, ja, stellt euch das ein bisschen realistisch vor, nach unten gezogen. Er wird nach unten gezogen. Ein halbherzig aufgezogener Pfeil auf dem Bogen. Ja, ist natürlich hier, wird nicht so wirklich, aber fliegt und so weiter. Ihr wisst hier. Ja, Sonne geht auch gleich unter, aber das soll uns nicht weiter erschüttern. Wir gehen nochmal zurück ins Inventar. Dem einen oder anderen, auch hier, wieder guten, aufmerksamen Beobachter ist aufgefallen, wir haben hier irgendwas anders bei der Anzeige, wenn wir drüber fahren mit der Maus über irgendwelche Gegenstände. Pardon, Monsieur, Madames, Gegenstände. Es gibt eine Anzeige für was ist hier mit der Geschwindigkeit? Was für einen Schaden verursacht das Teil? Ja, die Entwickler haben sich hier Gedanken gemacht über diese sogenannten Waffen-Upgrades.
Das gibt's hier, ich sag mal, so ziemlich überall. Und wenn ich hier jetzt einfach, ne, was haben wir hier? Ja, ich habe die Modern Axe, die moderne Axt, ein bisschen aufgerüstet bereits. Das heißt, die richtet mehr Schaden an, als sie eigentlich schnell ist. Und wir pappen uns einfach mal mit Eimer Baumharz. No, vorher noch mal gucken, ne? So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Damage. No. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ja, nochmal hier. Du. Und immer kommt ein Stückchen mehr hinzu. Und ich mach mal hier einen auf Oberlustig. Ja. Mit ein bisschen mehr Ziehen dran. Und ihr seht, der Strich, der Balken, wird hier schon langsam voll. Ja. Das, finde ich, ist eine gute Verbesserung. Das trägt zum Gameplay bei. Und ihr seht auch hier, ich fahre mal auch wieder weg, das gehört tatsächlich hier hinzu. Hier wird links neben diesem Axt-Symbol, ja, wird tatsächlich angezeigt, wie viele Zähne habe ich hier dran gepappt. Ja, hab ich vier. Ja, vier Zähne habe ich dran gepappt. Im Hintergrund kreischen wieder die Kannibalen, denen gefällt das alles nicht, dass ich hier die Zähne von denen dran pappe. Meine lieben Damen, Herren und Kollegen, Kannibalen, das ist mir Wurst, denn ich packe jetzt hier einfach mal die Kannibalenkeule aus. Ja, das sieht natürlich hier nicht so toll aus jetzt, ja. Darum, wir gehen ins Optionsmenü und ich schalte auch mal die Tiefenunschärfe aus. Ihr seht das. Das sieht doch ein wenig anders aus, als wir das bisher gehabt haben. Nicht nur. So, nochmal von vorn. Nicht nur, dass hier auch die Texturen verändert worden sind. Auch ist das Modell, ja, das designte, modellierte Abbild dieser Axt ein bisschen angepasst worden und es sieht jetzt wirklich anders aus. Auch trifft das zu auf die hergestellte Axt. Ja. Oh Mann, uns geht hier auch mal bald das Tageslicht aus. Ja. Die sieht anders aus. Neue Texturen, neues Modell für die Axt. Und no, hier haben wir das Feuerstellchen. Da zeige ich euch auch jetzt direkt mal was Neues. Wir ent... Ja. Ja, alle hier auf einmal, ne? Ne? So, jetzt aber hier anzünden. Das gab's bisher noch nicht. Ja, ich denke mal, das gab's hier bisher schon. Dass man hier Dinge kaputt machen kann. Und gebt mir noch einen Moment. Ja. Wir bauen hier noch ein kleines Feuerstellchen, holen uns ein paar Stöckchen ran. Zum Beispiel hier. No. Ja, okay, gut. Das ist jetzt hier einfach mal der Vorführeffekt. Was ich euch definitiv vorführen möchte, wollte, wie auch immer. Feuerstellen können hier mit einem Schlag der Axt. Oh, ich habe keine Stöcke mehr. Oh, ein guter Kollege ist auch schon hier. Ich will eigentlich nur einen Stock haben. Mehr will ich ja nicht. Und den holen wir uns jetzt auch. Wir holen uns hier ein paar Stöckchen. Oh nee. Du bist einfach ein brutaler Kollege. So sieht's doch mal aus. Ja, immer hier auf Krieg und komm, lass mich mal hier. Tu dir nix. Ja, gut. Ich hab gelogen, ich tu dir doch was. Aber es war jetzt auch nicht beabsichtigt, du, mein Lieber. Mal hier, du, werf dich hier mit dem Stein an.
So, einen Stock haben wir hier noch. Wir entzünden die Feuerstelle. Und es ist hier möglich, ja, in der neuen Version mit einem Schlag. Na, nee, nee, gut, egal, ich gebe das jetzt echt auf. Ja, ich gebe das wirklich auf. Man kann auf jeden Fall in der Feuerstelle, egal welche das ist, mit einem Schlag durch eine Waffe, kann man hier wieder löschen. Ja, in Wahrheit ist das ja so, dass das möglich ist, ohne dass die Feuerstelle hier kaputt geht. Ich weiß ja auch nicht, was da los ist. Na, ja, und nochmal, hier zum dritten Mal, wir haben einen tollen Hattrick. Wem das vorhin aufgefallen ist, dem guten, aufmerksamen Beobachter, es gibt eine neue Animation beim Öffnen des Überlebensbuches. Na, einmal hier zu und einmal wieder auf. Umgekehrt. Einmal hier auf und einmal wieder zu. Na, Putzbürste hin, Putzbürste her. Na, nochmal hier, Putzbürste hin, Putzbürste her. Weiß Bescheid. So, wir springen auch mal flott hier runter. Ja, nicht so flott, aber ein bisschen flotter als flott. Und, nee, warte mal hier. Muss mal hier wieder rauflaufen. Ich behalte mir jetzt auch den Stock im Arm. Und hol mir die Steine, die hier rumliegen. Und hol mir nicht die Axt raus. Dem gefällt das nicht. Ja, aber was gefällt hier irgendwie ihm schon? Das ist ja mir egal. Wir haben hier einen Baumstammschlitten. Ja. Zum ersten Mal gesehen in diesem Spiel. Nee, natürlich nicht. Aber was hier auf jeden Fall zum ersten Mal zum Sehen war für mich, ist, dass hier der auch über einen Baumstammschlitten drüber springt. Wie hier so eine Gams über einen Stein. Ja, so Gamsbock, Bock, Böcke. Er ist Bescheid. Ne? Man kann auf dem Baumstammschlitten jetzt nicht nur Baumstämme drauflegen, sondern mit der Taste C lassen sich hier auch Steine ablegen und das Ganze lässt sich auch ein bisschen transportieren. Ne? Aber davon lassen wir jetzt einfach mal wieder ab. Und wir springen hier munter an den regenpfeiferartigen Vögeln vorbei in Weiß. Weiße regenpfeiferartige Vögel. Und wir gucken uns noch hier ein Hausboot. Ja, Hausboot an. Die Entwickler sagen, das Hausboot schwimmt hier jetzt richtig korrekt durch die Gegend. Und ich sag, gut, ja, ihr habt recht. Ja, ich kann das auch ein bisschen bewegen. Ja, das heißt, hier einfach an die Wände randrücken. Kann man auch hier mit dem Hausboot, wenn auch ein bisschen schleppend, durch die Gegend fahren. Folgendes Szenario, meine lieben Freunde des großen weiten Waldes. Man muss hier aber auch mal kurz kontrollieren. Was habe ich hier? Ja, Verify. Nee. Ja. Gut? Nee, vergesst das wieder. Das ist hier gut. Ja. Das mit dem Hausboot. Aber folgende Situation ergibt sich. Dadurch, dass das Hausboot jetzt ordnungsgemäß auf dem Wasser dahin schwimmen kann und auch schwebt. Bitte, bitte, bitte baut das Hausboot nicht am Land. Bitte nicht. Ihr bekommt das hier nirgendwo hin. Wirklich nirgendwo hin. Das bewegt sich an Land nicht mehr. Genauso wie das wichtig ist, dass ihr hier das Hausboot nicht am Land baut, ist das auch wichtig, dass ihr hier, vorhin habe ich das kurz erwähnt, eben die Anzahl der Pfeile im Auge behaltet, die ihr baut. Ja? Hier einen Stock, fünf Federn ist gleich fünf Pfeile, das Ganze nochmal ist gleich 10 Pfeile. Aber wenn ihr das nochmal baut, habt ihr hier 3 Pfeile verschenkt. Die Kollegen kreischen hier wieder im Hintergrund und ich sag mal, das ist für mich Grund genug, dass ich hier euch die letzte Änderung, wobei in Wahrheit tatsächlich, oh, guck mal, da findet eigentlich ein Rudelkampf statt. Ja, auch hier die Knochenkette von diesem verrückten Anführer Over. Man weiß es nicht, Mega-Kannibalen, ja.
Der ist hier am Scheppern und am Rattern. Also mit den Knochen ist hier viel gemacht worden, ja. Gut. Aber auf jeden Fall, ich zeige euch hier jetzt noch die letzte Neuerung. In the Forest, in der Version 0.24. Und das betrifft den Multiplayer-Modus. Da schalte ich einfach mal kurz um. Bis gleich. Ja, hier angekommen am Gänsesee im Multiplayer-Modus zeige ich euch, wie vorhin erwähnt, die letzte Neuerung. Das betrifft kein Gameplay-Element, das betrifft auch kein technisches Element. Keine Gegner, keine Tiere, aber es ist definitiv verdammt neu. Wobei, gab's da nicht denn einen Kollegen hier mit dem Namen Lambda Revolution in den Steam-Foren, der meinte so: Meine lieben Herren und Kollegen von dem Entwicklerteam, ihr habt hier lang rumgemacht, ich hab's euch im November, Dezember des letzten Jahres bereits vorgezeigt, ihr wolltet das nicht wahrhaben, jetzt zeige ich euch das nochmal. Der hat tatsächlich hier die Möglichkeit mit einem Mod eingebaut, Spieler, die sich hier ungeziemt, ja, oder auch irgendwie ja, Gänseflug sieht man nicht alle Tage, ne? Muss auch mal hier genossen werden. Da kommt noch hier die Nachhut. Ja, nee, lassen wir mal kurz laufen. Ja, Gänseschatten inklusive, ne? Auf jeden Fall, Multiplayer-Spieler, die sich ungeziemt, ja, verhalten haben oder nicht zu züchtigen waren, ja, die auch teilweise gewalttätig waren oder irgendwelche Cheats eingesetzt haben, wo man sagte so, komm mal hier, Cheats gut und gern, aber wenn, spielen wir gemeinsam auf das gleiche Ziel hin. Und das machen wir auch bitte gemeinsam auf diesem Server. Da konnte man die dann kicken, vom Server kicken oder auch dauerhaft vom Server bannen. Die Entwickler sind hierher gegangen und haben gesagt, hier in dieser Version 0.24, das wollen wir auch. Ja, das wollen wir jetzt den Spielern global ohne Mod zur Verfügung stellen. Und wenn ihr die Tab-Taste auf eurer Tastatur noch nicht belegt gehabt habt, ist das jetzt genau die richtige Taste, die ihr drücken könnt? Und da kommt ein Menü hoch. Ja, da steht hier dann die Anzahl der Spieler. Ihr könnt auf dem Spieler draufklicken. Das hier bin ich. Das ist die Axt im Walde. Man möchte es vielleicht gar nicht glauben. So heiße ich. Und dann kann man hier einmal draufklicken. Und dann sagen so, ja, zu der Liste der Spieler, die eigentlich dauerhaft vom Server gebannt werden sollen. Ich traue mich das jetzt auch gar nicht anklicken. Ich bin da ganz ehrlich. Weiß, ob ich hier in mein eigenes Multiplayer-Spiel jemals wieder einsteigen kann. Ja. Unabhängig davon, ja, ich kann hier mit der rechten Maustaste gar nichts tun. Und mich würde das echt mal interessieren, wie läuft das ab? Wenn hier ein paar Spieler mehr drauf sind, die Gelegenheit hat echt noch nicht. Ja, und probiert das aus. Hier einmal abschließen, ist Menü wieder weg. Oder hier tap, 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 tap. Und dann ist auch wieder gut. Ja, das sind die Neuerungen aus der Version 0.24 von The Forest. Plus einen ganzen Riesenhaufen von technischen Änderungen, von Gameplay-Änderungen, von zig Neuerungen. Ich sag mal hier, der Kassettenspieler. Ja, der zeigt auch jetzt wieder Wirkung, nicht so wie in den vergangenen Versionen, wo da gar nichts gegangen ist. Man hat hier abgedrückt, gute Musik gehört, aber das war es dann auch schon wieder gewesen. Das ist jetzt nicht mehr so. Kassettenspieler funktioniert wieder. Guckt euch einfach mal rein im, wie immer, forum.survivetheforest.net, wo ihr mich auch findet. Und an dieser Stelle sage ich wirklich erstmal hier, danke an den guten Philipp aka
Soul Trinker, dir innerhalb des heutigen Tages auf meine ganz kurze Bitte, das war wirklich nicht mal eine Bitte, nur eine kurze Erwähnung, einfach mal gesagt hat hier, nee, weißt du was, ich aktualisiere hier die Mod-API gleich. Immerhin geht es um die ganze Community und dafür möchte ich auch da sein. Ja. Und nicht nur das, ich sage auch mal Danke an den Philipp hier auf meinem YouTube-Channel, der diesen Channel hier in den letzten Wochen hier ordentlich verteidigt hat, wirklich verteidigt hat. Wunderbar. Und vor allem hier auch wirklich einen riesengroßen Dank an alle, die zugucken. Mir gefällt das, wenn ihr euch hier einfach einschreibt. Bitte, 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 lasst mir aber auch ein Feedback da. Gebt mir Rückmeldung, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Ich bin die Axt im Walde, das werde ich immer bleiben und wir sehen uns auch bei der nächsten Version von Was ist neu in der Forest in der Version 0.25, wenn die Entwickler hier nicht noch paar Patches, sogenannte Hotfixes, wie hier letztens nachschieben. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Man weiß es noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall bis dorthin alles Gute. Wie immer, nur das Beste. Erst nochmal, tschüss, bis zum nächsten Mal.